Ja, grüßt euch Leute, ein neues Review heute von mir. Ich bin zurück, meine Kuba-Rundreise beendet und beginne direkt mal mit einem neuen Tabak-Review. Ja? Hier gehen viele liebe Grüße raus an dich, Marius, von shishasky.de. Schaut vorbei, Top-Online-Shop. Es handelt sich hier um den Chocolate Chip. Schokolade und Minze sieht man drauf. Das Ganze kostet, da seht ihr den Preis nochmal, 14,90 für 150 Gramm waren es, ja. Ich wollte schon fast 200 sagen, weil das ja fast mittlerweile überall so der Standard ist. So, ich zeige euch jetzt erstmal den Schnitt. Na, Kamera mach hell. Ja, man sieht es einigermaßen. Ich denke, es ist relativ bekannt, wie der Schnitt von Maridan mittlerweile ist, ja. So, ich habe die Dose auf und ich habe noch nicht gerochen. Mir kommt schon der Schwall von Schokolade entgegen, ja. Ich muss vorab dazu sagen, ich bin überhaupt kein Schokoladenfan, ja. Ich esse auch kein Schokoladeneis. What? Wenn jetzt wahrscheinlich viele sagen, ich trinke keinen Kakao, meine Lieblingsschokolade ist weiße Schokolade, auch wenn es keine Schokolade ist, ja. In der Eisdiele Schoko oder Schokosirup auf meinem Eis ist einfach der Tod, ja. Und daher werde ich versuchen, das Ganze ein bisschen neutral anzugehen. Bin ich natürlich schon ein bisschen voreingestimmt, weil ich sage, ekelhaft, ja. Naja, wir riechen dran und wie bei fast jedem Schoko-Minz-Tabak, ja, vergleicht man das Ganze mal mit After Eight, ja. Kennt es früher aus den Werbung, Schokolade mit dieser, mit diesem Gel aus Minze, nenne ich es jetzt einfach mal, Gelatine aus Minze oder so, ja. Damit vergleicht man das einfach immer. Ich glaube, Alvar hatte früher einen richtig, richtig guten, ja. Laut anderen Aussagen, weil ich selber, ich glaube, ich habe sogar mal dran gezogen und es hat wie After Eight geschmeckt. Ja, schön für den Tabak. So, und wenn man daran riecht, kommt das auch direkt schon wieder hoch. After Eight, man denkt an diese Werbung, die es früher immer gab, boah, schon ewig her, bestimmt 10 Jahre oder so, als die noch Werbung für ihr Produkt gemacht haben. Aber es riecht direkt danach, ja. Ich würde sagen, das Ganze ist ein bisschen süßlicher, ja. Also die Schokoladennote soll, glaube ich, süßlich sein. Wobei es auch herb sein könnte. Es ist eine Schokoladennote, ja. Wir sagen einfach, es ist eine Schokoladennote. Und das wird übertrumpft von der Minznote. Ich würde sagen, die Minznote hier ist definitiv stärker. So, im Geruch kann ich nicht rausriechen, ob es direkt eine Minznote ist oder eine Mentholnote, ja, das ist ja, wird auch oft verwechselt, aber ich glaube, wenn man so einen richtig tiefen Zug nimmt und dann die fiese Schokolade in der Nase hat, dann riecht man auch Minze. Also ich glaube, jetzt ist es eine Minznote, es ist ja auch ein Minzblatt drauf, warum sollte dann Menthol drin sein, ne? Ja, es riecht an sich nach Schokolade Minze. Wer es kennt, After Eight Schokolade. Setup blende ich euch hier ein. Ich rauche ganz normal wieder auf meinem Sapphire Funnel. Zwei lange dickere Alufolie, drei Brekkos. Ich habe jetzt momentan, wie heißen die, diese Black Kokos. Ja, meine normalen Brekko-Vorrat ist ausgegangen. Das heißt, ich rauche mit diesem Black Kokos. Habe den Agarhaus Schlauch. Und ja, ich habe ihn sehr sanft angeraucht. Das heißt, ohne Windschutz. Und habe die Kohlen noch relativ weit außen gelassen. Oder ein bisschen mittig gelegt, weil ich den Geschmack nicht zu intensiv haben wollte, weil es halt einfach nicht mein Ding ist, ja. Ihr seht, er raucht trotzdem sehr gut. Sehr, sehr gut dafür, dass ich ihn wirklich nur minimalst angeraucht habe und auch nicht so heiß. Also er wird noch mehr gehen, also ich glaube, der Geschmack, das ist mir bei anderen Sorten auch aufgefallen, wenn man den ein bisschen mehr gibt, wird der Geschmack noch ein bisschen intensiver. Hier ist er jetzt etwas dezenter, aber es liegt einfach daran, dass ich ihn nicht volle Kanne rauchen will. Ja, und hier kommt diese Seltenheit, die man hin und wieder hat, nicht oft, aber es schmeckt, wie es riecht. Ja, es schmeckt einfach, wie es riecht. Um das ein bisschen genauer zu gestalten, beim Einatmen, kennt ihr es vielleicht so bei vielen Minzsachen, wird der Hals so ein bisschen frisch. Man merkt einfach im Hals, dass es Minze ist. Hier ist es ganz dezent, man merkt diesen frischen Effekt, es ist Minze dabei. Beim Ausatmen kommt dann erstmal dieser Schokoladengeschmack, wird von der Minze übertroffen und zum Schluss bleibt so im Mund so ein bisschen
Schocki, ne? So ein bisschen Schoko im Mund. Ja, was will man dazu sagen? Es ist ein Schoko-Minztabak, riecht und schmeckt wie After Eight, ja? Was ich übrigens absolut ekelhaft finde. Deswegen werde ich hier auch keine Punktebewertung machen. Also, wenn ihr After Eight mögt, Schokoladentabak mit Minze, dann ist das voll euer Ding, ja. Es ist voll euer Ding, ja. Wenn ich es persönlich benoten werden müsste, dann wäre es nichts, ja. Aber ich habe noch ein Video gesehen von Uras. Da hat er den Chocolate Chip mit dem Namaste gemischt und hat darauf geschwört. Das werde ich natürlich für euch auch nochmal ausprobieren. Ich habe noch einige Videos gedreht, bevor ich nach Kuba geflogen bin. Die werde ich euch die nächsten Tage dranhängen. Ich hatte das eigentlich schon vorher zu veröffentlichen, hochzuladen und dann schon vorher zu veröffentlichen. Doch in Kuba hat man einfach kein Internet. Naja, so viel dazu. Ich bin dann also wieder da. Und Chocolate Chip, Schokolade, Minze. Wer es mag, After Eight, voll euer Ding. Ansonsten, wer so wie ich auf Schoko verzichten kann, der kann das dann lassen. Das war's dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.